Ja, moin moin, der große Rote hier. Und willkommen zum zweiten Teil von Thorgrims Krullbart 20 Züge Guide. Ja, letztes Mal haben wir Skarsnik gekillt. Das heißt, der ist so gut wie raus jetzt. Das müssen wir nur noch aufräumen. Und dann gucken wir mal, wie sich die Kampagne hier entwickelt. Ob ich euch in der Bunkerstrategie zeigen kann oder ob das ohne funktioniert. Gut. Rote Hand, da müsst ihr wirklich aufpassen. Die ist sehr, sehr entscheidend, was die rote Hand macht. Und ihr müsst halt einen Ziel erwischen, wo euch nicht alles aufs Maul. Ja, das ist natürlich kompletter Bullshit. Na, das ist wieder so. Also dieses Event kriegt jeder Zwerg. So im Laufe der ersten 4-5 Züge, dann wollen die immer, dass ihr einer Fraktion den Krieg erklärt. In 99,9% der Falle ist es entweder A, eine tote Fraktion, wie Rotaugen, die sowieso in 2-3 Zügen tot sind, da kriege ich eh nichts mehr hin, oder es sind Fraktionen, denen ihr überhaupt nicht den Krieg erklären wollt, weil ihr ganz froh seid, dass die euch nicht den Krieg erklärt haben. Deswegen, ja, ist das meistens einfach nur das hier, weil das andere ist, erklären wir den Krieg, dadurch generiert die mehr Grolle, aber wir haben jetzt keinen Bock, euch dass hier... wurde eine Aufgabe erteilt, mächtiger Fürst. Aufgabenschlacht... Das Grimm hier. Wir werden tatsächlich in dem Zwergen 20 Züge Guide auch ein paar Questschlachten machen, weil die Questschlachten relativ gut sind, um die letzten paar Punkte für das Goldzeitalter hier zusammenzukriegen. Ne, ihr seht, wir sind jetzt bei 558 von 2,4, haben noch 11 Züge Zeit und so ein Grolldings hier, also so eine Questschlacht bringt einfach mal 500 Grolle. Ne, das ist quasi fast ein Viertel. Naja, ein Fünftel. Ja, ein Fünftel. Ist quasi ein Fünftel von unserem, was wir brauchen, um das Gold zu kriegen. Das heißt, kann sein, dass es diesmal sogar Questschlachten gibt. Gab es ja sonst bei mir eher selten. So, das, was wir jetzt machen wollen, ist... Ja, wir gehen hier noch einmal hinter. Wir werden hier trotzdem noch einmal umswitchen. Ja, da wir nur 3 Armbrustschütze rekrutieren wollen und nicht 4, das habe ich vergessen, wir wollen ja den Tain noch rekrutieren. Deswegen switchen wir nochmal da rum. Na, da sehen wir. Zack, das ist der Rest der Armee. Also wir wollen jetzt noch 3 Armbrustschütze und den Tain rekrutieren. Na, das ist noch so unser... Munition, brauchen wir, also Munition brauchen wir noch nicht, wir brauchen erstmal Damage. Bei der genug Munition zum Nachladen. So, müssen wir mal gucken, was er für Gebäude baut. Wenn er hier anfängt, Goldmine zu bauen, ist gut. Wenn er anfängt, eine Mauer zu bauen, dann muss man ein bisschen mehr Tempo machen. Also dann kann man sich jetzt gleich, was wir machen, nächste Runde, werden eine Runde quasi warten zum Rekrutieren der Truppen und dann erst mit Opferklaus vornehmen, damit wir diese Armee quasi außerhalb der Festung nochmal besiegen können. Wenn er anfängt, Mauern zu bauen, ne, wenn er quasi hier jetzt schon Tier 2 Mauern bauen würde, anfangen würde, dann, also jetzt wäre es eh schon zu spät, aber wenn hier, ne, er hier Mauern baut und dann anfängt auf Tier 3 oder so hochgehen zu wollen, dann müsst ihr hoch, weil Mauern relativ viel Garnisonen gibt, die es dann schwierig macht mit so einer, sagen wir mal, das ist keine gute Belagerungsarmee, hier fehlen halt noch die Bogenschützen, ne? Wenn es noch 3 Armbrustschützen und noch ein Held, dann ist das nochmal ein bisschen besser, Belagerungsarmee. Aber gerade ist das nicht so berauschend. Ja, hier immer gucken, ob wir hier irgendwo noch Sachen machen können, vor allen Dingen immer mal gucken, haben hier sowas wie Reikland, haben die irgendwelche Kriegsgegner, ne? Immer hier gucken, gegen wen, hier wollen wir uns nicht einmischen, da man hier nie weiß, wer gewinnt, da lassen wir schön die Finger von. Das gefällt mir noch nicht so ganz, dass Wurzak noch keine Kriegserklärung gemacht hat. So, sämtliches Wachstum wird natürlich hier in unsere Hauptstadt gesteckt, ne? Wir machen, bauen nichts anderes aus mit Wachstum, nur die Hauptstadt ist das, was zählt. Alles andere ist irrelevant. Weil die Gebiete sowieso erobert, platt gemacht werden, wenn auch nur ansatzweise die Ratte oder der Ork kommt, das kann halt alles tunneln. Die können halt einfach an eurer Festung vorbei tunneln und dann sind sie halt drin. Da ist dann halt nicht mehr viel. Wo man auch immer ein Auge drauf halten kann, ist hier auf die Fraktion. Wenn die Fraktion nämlich Krieg führt gegen die Schorfaugen oder gegen die Oger und den Krieg verliert, dann kann man die relativ schnell konföderieren. Das ist gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, wenn sie ihre Hauptstadt noch haben. Ne? Also wenn sie Barak War noch besitzt, dann konföderieren wir die. Wenn sie Barak War nicht mehr besitzt, lassen wir die Finger davon. Weil uns nur die Hauptstädte interessieren. Nichts anderes. So. Die 2000 können wir hier tatsächlich investieren.
Weiß nicht, können wir die investieren? Ne, können wir wahrscheinlich nicht, ne? Da wir rekrutieren wollen. What do you want? So, drei Armbrustschützen. Plus den Tain. Wir gucken mal. Nochmal Forschungsrate. Forschungsrate ist sehr, sehr gut bei Zwergen, ne? Wenn ihr irgendwo Helden oder so mit Forschungsrate rekrutieren könnt, super gut. Ja, das geht nicht mehr dafür. Schade. Ja, genau. Jetzt passiert nämlich genau das, was erwartet. Er kommt nämlich. Das Schöne ist, wir haben ja das Gas nicht besiegt. Das heißt, sie haben erhöhte Hinterhaltsschutz. Das heißt, ihr könnt ihn jetzt im Hinterhalt klatschen. So, dann gucken wir mal, ob die schon neuen Kriegsgegner haben. Nö, haben sie nicht. Der hat immer noch keinen Kriegsgegner. Auch keinen. Okay, hier haben wir eh keine Handelspartner mehr, die interessant sind. So, und nächste Runde, wenn das quasi fertig rekrutiert ist, reißen wir das hier ab und bauen hier was zu saufen ein. Perfekt. Ja. Ihr seht, ne? Das kann man jetzt quicksaven. Ihr könnt es natürlich auch gerne spielen, wenn ihr das wollt. Aber das ist, glaube ich, nichts, wo ihr jetzt groß Hilfe braucht. Wir drücken hier auf Auto-Resolve, nehmen wir sie Verlustverstärkungsrate und haben quasi. Na, ihr seht es halt. Der Auto-Resolve gegen Skarsnik ist halt dumm. Ja, und dann rücken wir jetzt auf Düsterberg vor. Ja, davon mit sowas wird hier zugeschissen irgendwann. Das kann man irgendwann mal machen. Oh, jetzt haben wir sogar eine Mission. Wusste ich gar nicht. Hab ich gar nicht reingeguckt auf die Dinge hier. Ja, wir haben mal so ein paar Grolle, ne? Gegen Clan Moors gibt es nochmal Geld. Genau, und die Halbmondschlacht. Okay. Das ist natürlich sehr, 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 sehr schön. So, wir werden einmal im Hinterhalt nach vorne gehen. Vielleicht kommt er ja nochmal raus. So, ich mache das jetzt auch voll, bevor ich das hier oben mache, weil ich die Munition bzw. die Geschossstärke eher brauche in der Belagerungsschlacht, als dass das Ungrim ein bisschen stärker ist. Hier trotzdem die Geschossstärke und nicht die Munition mitnehmen. Na, mehr Damage. Das ist immer eine schöne Sache. Raus. Rein. Und wieder Tour. So, wir haben jetzt auch Karaka drin getroffen. Our kin have come. Fetch the brewmaster. We drink. No, da braucht man noch kein Geld für ausgeben. Die werden wir in ein, zwei Runden. Und ja, jetzt will er hier, dass wir ausbauen neben Siedlungen, aber da lasst ihr schon die Finger von. Wir wollen Hauptstadt erst hier 3, bevor wir irgendwas anderes machen. Das macht mir hier echt Sorgen, dass er sich keinen Kriegsgegner sucht. Das ist nicht gut. Clan Ricklus hat auch keinen Kriegsgegner. Nicht gut, nicht gut. Die könnten nämlich beide auf uns springen. Na, ihr seht, jetzt Runde 7, Runde 8 haben wir Düsterberg. Das heißt, wenn ihr in dem Dreh auch bei Düsterberg ankommt, Runde 8, ne, ihr seht, hat jetzt versucht, da schon Tier 3 zu gehen. Das heißt, wir kriegen ihn auch vorm Tier 3, das ist sehr, sehr gut. Wenn er so Runde 8, Runde 9 Düsterberg eingenommen hat, super gut. Aber wenn wir dann Runde 12, 13 und so weiter. So, wir lernen hier gleich nächste Runde Kassel kennen, das ist sehr, sehr gut. Kassel, wenn wir Kassel-Fraktion kennenlernen, sind das gute Handelspartner, vor allen Dingen sehr stabile Handelspartner, da die arschweit weg sind. Und wir können, weil sie arschweit weg bin, Hans und Franz den Krieg erklären für Geld. So, die Meisterrunde ist trotzdem natürlich mit, das ist ein super geiles Ding. Den Scheiß brauchen wir nicht. Na, das ist natürlich absolut MVP gegen Orks. Das ist gut gegen Orks, gegen Ratten, ist quasi nur Mortis Engine Effekt auf Torgrim. Immer wenn Torgrim sich im Nahkampf befindet, hat er quasi einen Mortis Engine Effekt um sich drumherum. Das ist super geil. Ja, der hat mittlerweile auch Goldrang bekommen. Wenn Wurzak jetzt, sagen wir mal, noch 2-3 Runden die Füße stillhält und hier unten die Ratte uns nicht angreift, sieht das tatsächlich nach einer sehr guten Kampagne aus. Ah, das ist schon so ein Start, der sehr, sehr gut ist. Na, das ist, sagen wir mal, schon zu, sagen wir mal, 80%. Super, Alter. Perfekt. Und nochmal im Hinterhalt weggemacht. So, die Verlustverstärkungsrate brauchen wir hier nicht. Wir nehmen das Gold, Altgold mit. Jetzt eben, der Hinterhaltszwerg.
Das ist alles nicht so schlimm, wenn ihr euch die Hinterhalte nicht kommt oder wenn er sich in der Stadt verbunkert, alles kein Problem. Wir sind sehr, sehr gut da drin, die Stadt zu erobern. Wir schieben uns nämlich einfach immer Stück für Stück vor und immer wenn sich in den Städten Knubbel bilden, nehmen wir unsere Sprengwerfer und jagen den ganzen Knubbel in die Luft. Also da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, selbst wenn da über eine Fullstack, anderthalb Fullstacks drinstehen. So, die Slayer-Quest werden wir nie machen. Okay, das ist sehr, sehr gut. Das ist gut. Das heißt, der verzattelt sich da. Da müssen wir auch gucken, wie stark die Knochenklappers sind, ne? Das ist immer so ein bisschen risky, wenn Ungrim gegen die Knochenklappers verliert. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Das ist leider nicht der Krieg, den ich mir erhofft hatte, weil den Krieg hat er nicht lange. Aber wir können ihm hier beitreten. Das können wir machen. Kriegen wir noch mal gut Kohle? Weil das ist nur so eine Neben-Oger-Fraktion, die ist relativ irrelevant. Wir machen jetzt Handel. Warum machen wir jetzt Handel? Weil wir jetzt noch stärker sind momentan. Dieses, ob die mit euch handeln wollen oder nicht, oder ob sie mit Einkommen mit euch, also so diplomatische Aktion mit euch machen wollen, hat auch immer einen Einfluss darauf, wie stark ihr seid. Und wenn wir jetzt erst die Stadt erobern, verlieren wir ja Truppen dabei, deswegen haben wir dann weniger Stärke, Rang und so weiter. My armies need attention. Ja, deswegen. So, wir bieten hiermit sogar Kriegsbeitritt gegen den Kebor-Stamm an, der sitzt da hinten am Arsch der Welt. Das interessiert uns doch überhaupt nicht. Ja, wir müssen gucken hier, eventuell müssen wir Ungrim helfen. Da müssen wir noch ein bisschen blutschen. So, das haben wir. Jetzt können wir uns hier die Buffs mitnehmen. Die drei Stück nehmen wir alle mit. Und da wir jetzt in eine Stadt gehen und sehr viel geknubbelt kämpfen, nehmen wir als erstes die Aura der Ausdauer mit. Wenn ihr die Stadt zu dem Zeitpunkt schon habt, dann braucht er das erstmal noch nicht mitnehmen. Dann ist Waffe oder runengeschützte Rüstung natürlich besser. Aber da wir jetzt in die Stadt gehen, nehmen wir das mit. Und ab Stufe 12 ist dann sowieso schon hier drin. Das heißt, ne, ihr seht, das geht sehr, sehr gut auf. Stufe 12 haben wir quasi das hier alles fertig. Und 13 können wir dann hier reingehen. Passt, also super. Perfekt. Kriegen wir sogar noch einmal mehr Munition mit. Super, super gut. Das werden wir ja sogar auto-resolven können. Ja, ihr seht das schon. Das ist kein großes Problem. So, wir werden natürlich auch den da reinmachen. Das Kampftraining. Werden ihm den Gewaltmarsch rankommen. Zack. Und das ist quasi unsere finale Armee. Und damit spielt ihr bis... Könnt ihr bis Runde 50, 60 könnt ihr mit der Armee spielen. Ihr könnt Stück für Stück anfangen, dann die Bergwerker auszutauschen, vielleicht gegen Langbärte, ein paar Musketenschützen, ne? Ein bisschen mehr Fernkampf rein, ein bisschen weniger runter vom Nahkampf. Oder ihr nehmt noch Hammerträger rein. Ah, hier oben, der Tain hat halt die... das Ding hier halt, ne? Vitalitätsverlustreduzierung für Hammerträger, alle Einheiten der Armee, das ist super, super geil. Das heißt, die erschöpfen nicht so schnell. Super gut. Oder ihr spielt halt mit Flammenwerfern und mit Sprengstoff. Das ist immer das, was ich spiele. Na, ihr nehmt euch 2, 3 Tains mit. Alle nehmen dann quasi Eisenbart. Das heißt, ihr kriegt 75% Feuerresistenz. Stellt die dann in die Geschosskanäle eurer Eisendrachen und jagt quasi den eigenen Tain plus die Gegner mit euren Flammenwerfern in die Luft, da euer Tain aber 75% fucking Geschossresistenz hat. Ja, außerdem macht der Gegner noch empfindlich gegen Feuerschaden. Na, erklärt sich, glaube ich, allein die Kombo. Ja, hier muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, ne? Thorgrim ist ein absolutes MVP-Monster, das heißt das, was wir machen. Wir zweiteilen unsere Armee, wir nehmen einen Teil, das sind die beiden Nahkämpfer, die beiden Zwergenkrieger und der Held und Kommandant. Mit denen gehen wir quasi rein, ne? Am besten hier an der Seite, gehen hier rein. Sorgen dafür, dass es hier vorne knubbelt. Dann schießen wir quasi mit unseren Armbrustschützen hier oben erstmal die Mauern frei. Dann können wir mit unseren Armbrustschützen schon auf die Mauern gehen. Und dann drücken wir Stück für Stück, drücken wir uns quasi ein Stück weiter nach vorne. Und hier in dem Gang machen wir quasi einen, halten wir die Position. Und hier oben in dem Gang halten wir die Position. Und dann stellen wir quasi mit unseren Bergen, mit den Sprengwerkern, können wir dann quasi die ganze Linie hier runter wegsprengen, die Linie oben wegsprengen. Und er hat, ihr seht halt, er hat eine Trolleinheit und der Rest ist alles Infanterie. Und unsere Schützen nehmen als erstes die gegnerischen Schützen auseinander, da die Gift haben. Na, das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Na, dann machen unsere Einheiten ja gar keinen Schaden mehr. Und dann zerjodeln wir die alle. Na, das sind auch alles ganz normale. Da ist kein Fanatic dabei. Das sind ganz normale Nachtgoblins. Ne? Ihr seht, keiner hat diese Schleuder-Ability oder so. Das, also, na, da muss ich euch nicht viel zu zeigen.
Ist natürlich Bullshit, das jetzt hier Auto zu resolven, weil die Verluste sind halt lächerlich, ne? Wir hätten vielleicht nur 100 verloren, wenn überhaupt. Aber wir brauchen gerade, also wir können es uns gerade leisten, ne? Ausrauben wenn wir nicht, weil wir gerade keinen Kriegsgegner haben. Ne? Wir haben keinen Wurzak oder so, der an der Haustür sitzt und so weiter und so fort. Wir können uns das tatsächlich gerade sehr, sehr gut leisten. Ja. Dann hier Upgrade und Wachstum. Düsterberg upgraden ist natürlich, glaube ich, nicht viel zu sagen. So schnell wie möglich Tier 3 versuchen, Düsterberg. Das heißt, Düsterberg Tier 3 sieht so aus. Gold, Leuchtsteinmine und Stufe 2 Mauer. Das ist quasi euer Tier 3 Düsterberg. Wenn ihr das erreicht habt, das alleine generiert euch schon fast 2 Verteidigungsarmeen. Na, allein diese beiden Gebäude in Kombination, das sind hier quasi 400 plus Ressourcengoldproduktion, nochmal 8 Truhen und das sind hier nochmal 800 plus nochmal 8 Truhen und Unterhalt für alle Adlerlinien und Einkommen aus Handel. Ne, ihr seht schon, was da alles zusammenkommt. Aber die beiden Sachen könnt ihr in der Verteidigungsarmee sowohl in eurer Hauptstadt als auch in Todesklamm abstellen und macht trotzdem noch Geld die Runde. Na, also Düsterberg ist der Key- und Angelpunkt, damit die Torgrim-Kampagne funktioniert. I hope. Ruhm, Ricky. Ja, den brauchen wir nicht mehr. Den schicken wir jetzt weg. Yes. Da wir davon ausgehen. Also, man kann ihn behalten. Na, wir nehmen hier erst die Munition vor 42 Pfünder. Man kann ihn behalten und sagen, man geht jetzt hier zusammen mit Ungrim auf Azag drauf. Wenn ich mir aber mal die Militärstärke angucke von Karaka drin, ne, ihr seht das, der hat 2 Fullstacks, 3 Fullstacks. Ne, also ihr seht ja die Militärstärke im Vergleich. Klar, wir haben jetzt gerade Truppen verloren, aber der hat locker 2 bis 2,5 Fullstacks hat der. Ich glaube nicht, dass der ein Problem hat, den da oben jetzt platt zu machen. Unser Ziel ist jetzt, hier unten den Vorposten uns zu holen. Wir wollen jetzt Schwarzfels, Charakterum und Eisenfelsen, weil das ist dann quasi unser, sagen wir mal, Dreieck. Das ist kein richtiges Dreieck, aber das sind unsere 3 Hauptstädte, die wir halten wollen. Schwarzfels, unsere Startstadt, Karas Akarak und Düsterberg, die 3 Hauptstädte. Dann kann wirklich von rechts Ratte, Chaos, wer kommt von unten, Ork und Ratte kommen. Und der Oger von mir ist auch noch oben drauf und der Vampir auch. Dann schaffen wir das trotzdem. Na, ab dem Punkt sind wir halt wirtschaftlich so stark, dass wir über eine Verteidigungsarmee mal reinmachen, eine gute Angriffsarmee haben und dann können die uns alle mal einen Buckel runterrutschen. Na, also ab dem Punkt ist quasi Kampagne durch. Das ist halt einfach vorbei. Aber wir können auch mal reingucken, wie sich die anderen schlagen. Ihr seht hier 2, 3, 4, 1, 4. Das ist alles noch okayisch. Bellager Eisenhammer ist ein bisschen langsam. Der könnte schon ein bisschen mehr haben. Das heißt, es ist ein relativ guter Indikator dafür, dass Bellager Eisenhammer ein bisschen langsamer ist. Turek Eisensturm, schon Level 10, 4 Siedlungen. Das ist sehr, sehr gut. Malakai Makaisen ist wie immer scheiße. Also der ist immer kacke, habe ich das Gefühl. Und ja auch, ne? Ihr seht Ungrim Eisenfaust schon Level 10, 4 Siedlungen. Das ist super gut. So, ich habe ja gesagt, wir wollen hier unbedingt das nicht reinmachen, ne, für öffentliche Ordnung und für nochmal Zwergenbier, ne, so mal mehr Geld, mal mehr Handelsgüter. Ihr seht schon, wir machen jetzt schon 800 Kröten durch Handel. Ja, wir bauen hier immer noch nichts aus, ne, wir wollen hier Tier 3 haben, bevor wir irgendwas anderes machen. It is time. Ja. Barak War ist jetzt im Krieg mit den Schorfaugen, das heißt immer ein bisschen gucken, ob wir Barak War konföderieren können. Ist manchmal kann man da so einen kleinen Zwicker machen. Wir werden hier noch keinen Krieg erklären gegen Knochenklappers. Na, man könnte jetzt sagen, hey komm, hier Handelsvertrag, Kriegerklärung, zack, gib mir nochmal ein bisschen Geld oder so. Ne? Könnte man machen. Wir halten aber nochmal die Füße still, weil wir gucken wollen, wie es sich entwickelt. Ne? Es kann immer mal passieren, dass das trotzdem in die Hose geht und dann muss halt hier hinten sowieso schnell dann eine Verteidigungsarmee hin, weil wir die Stadt natürlich um jeden Preis halten wollen. Na, also ihr könnt alle anderen Städte opfern. Düsterberg ist die Stadt, die ihr halten wollt. Wir wollen natürlich auch Karas Akarak halten, so lange wie es geht. Aber wenn wirklich alle Stricke reißen, Düsterberg ist der Punkt. Wenn ihr Düsterberg haltet, gewinnt ihr die Kampagne. Na, so einfach ist das. Solange ihr Düsterberg euer Ge ist und ihr das dann Stück für Stück logischerweise dann ausbaut, na, mit Tiefenreich und so weiter und so fort, da
das schafft dann irgendwann keiner mehr. Das ist dann so viel Wirtschaft, die ihr aus der einen Stadt rausholen könnt. Und weil ihr immer kämpft, immer mehr kämpft, kriegt ihr halt auch so viele Grolle zusammen. Und je mehr ihr kämpft, je mehr Grolle ihr habt, desto mehr Boni kriegt ihr. Dann kriegt ihr halt Wachstum alle Provinzen. Dann wachsen eure Scheißstädte halt auch super schnell hoch. Ne? Und dann, das ist quasi... Ihr müsst nur euch mit den Zwergen irgendwo einen Rückzugspunkt saven, sichern. Und wenn ihr den haltet, den Safe sichern könnt, dann ist das eigentlich egal. Ihr verliert dann so gut wie nie mehr eine Zwergenkampagne. Also Zwerge war noch nie so einfach, wenn man halt damit leben kann, dass man auch mal 20, 25 Runden defensiv nur dasteht und ja, das ist jetzt leider nicht das, was ich sehen wollte. Scheiße, muss uns mit den Ogern schlagen. Ja, es greift halt. Ach, Mist. Ja, okay. Das ist jetzt ein kleines Problem, da die Oger tatsächlich relativ böse sind. Da die Oger eine natürliche Hardcounter-Einheit, eine Hardcounter-Fraktion sind, gegen das, was wir im Early Game machen wollen. Das, was wir im Early Game machen wollen, ist ja Frontlinie und Schützen dahinter. Das ist den Ogern aber scheißegal, weil die Oger, wenn sie zu viel Masse aufs Feld bringen, einfach durch eure Frontline durchrauschen und eure Schützen zusammenpulen. Ne? Also gegen Oger brauchen wir Kanonen und Artillerie. Das, man schafft es zwar auch ohne, aber glaubt mir, mit Kanonen und Artillerie ist das wesentlich einfacher. So, ne, ihr seht auch, wir haben das Geld auf der Tasche. Ja, wir haben jetzt auch quasi, sagen wir mal, einen 1000er Handel. Das ist vor allen Dingen Karas Akarak und Düsterberg, was da den Haupthandel anmacht. Wir können uns halt jetzt hier locker anfangen, Defensivarmeen zu bauen, wenn wir es bräuchten. Ne, also ihr seht, wirtschaftlich ist das auch locker drin. Ne? Wie gesagt, man kann auch, wenn man wirklich ganz, ganz, ganz dringend viel Geld braucht, kann man halt auch noch ein ganz bisschen minmaxen. Ne? Ich hatte letzte Folge gesagt, das Ding baut man eigentlich nur, wenn euch niemand anscheißt. Und das hier baut man, wenn man, sagen wir mal, wenn es ein bisschen kritischer läuft, da ich nicht weiß, wie die Kampagne sich entwickelt, ne, habe ich das gebaut. Man kann sich hätte noch 300 Kröten mehr rausholen und so, aber... Also 30 Kröten mehr rausholen. Na, das ist jetzt nicht so das Problem. So, wir holen uns noch mehr Geld. Das ist, wir wissen hier jetzt Imperium, ist auch mega stark, 8 Regionen schon. Das heißt, ihr seht schon, also wenn das Imperium groß wird, beeinflusst das halt so viele andere Sachen. Das heißt, wenn das Imperium irgendwann schafft, ne, wenn das so groß wird, schafft es halt auch irgendwann die Vampire platt zu machen. Wenn das Imperium die Vampire platt macht, dann kann es halt auch relativ oben gut gegen das Chaos wirken und so weiter. Ne? Das ist, also das sind mal so viele Sachen, die ineinander greifen irgendwann. Also sehen wir sehr, sehr gerne ein starkes Imperium. Wir machen hier einen Kriegsbeitritt, natürlich. Für ein bisschen Geld. Ja, man kann nie genug Geld haben. So, immer noch mal ein kleines, ne, bisschen Auge drauf haben, wie sich Karakar drin entwickelt. 4 Siedlungen noch, keine verringerte Militärstärke. Wenn die jetzt hart aufs Maul bekommen oder Städte verlieren, müssen wir natürlich anfangen, hier oben eine Verteidigungsarmee zu bauen. Na? Dann müssen wir hier unten zum Beispiel Gebäude abreißen. Oder müssten dann ein Gebäude abreißen und dann vielleicht eine Nebenstadt hier auf Tier 2 ziehen. Oder hier nochmal ein Gebäude abreißen, um wieder eine Kaserne Tier 2 rein zu rekrutieren, damit wir hier oben wieder Armbrustschützen noch als Verteidigung haben. Ne? Weil wir brauchen in der Verteidigungsarmee vor allen Dingen Armbrustschützen. Das ist das, was die Verteidigungsarmeen so stark macht. Weil die Armbrustschützen halt so gut... Na, ist er da die Kriegserklärung? Ja, da ist er. Gut, Planänderung. Da ist sie, die Kriegserklärung. Ja gut, dann gehen wir runter. Hauen wir... Machen wir uns unten. Das ist natürlich sehr, sehr meh. Wir wollen nicht nach unten rein. Das ist, sagen wir mal, der Kriegsgegner, mit dem wir eigentlich so gar nichts zu tun haben wollen. Weil all seine Gebiete sind zwar relativ gut. Ne, Silberstraße, Hexenberg, Buckelberg hier unten. Ne, nochmal Handelsgut. Ich glaube, Buckelberg hat sogar eine Eisenmine, das sehen wir ja, glaube ich, gar nicht. Aber wir wollen natürlich eigentlich hier runter. Ne? Wir wollen nach Schwarzfels. Und wenn wir das Problem ist, wenn wir hier reingehen, haben wir halt hier einen Ork, hier einen Chaoszwerg, hier noch einen Chaoszwerg, hier einen Imrik und so weiter. Ne? Da ist halt sehr viel... Das macht uns jetzt sehr, sehr anfällig gegen so ein paar Sachen. Okay, dann gehen wir hier nochmal rein, um es nochmal auszuheilen. Und dann tuddeln wir hier nächste Runde direkt schon mal Silberpfeiler runter. Aber...
Müssen wir machen. Ja, wir sehen ja auch, der hat ungefähr 2 Armeen. 2,5 Armeen hat er. Er hat 4 Siedlungen. Das heißt, er wird hier seine Standardsiedlung haben und vielleicht sogar hier oben schon von den Oberherren von Saduxi schon was weggenommen haben. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Das Problem bei Ratte ist natürlich immer, wir wollen immer entweder der Angreifer sein, wenn wir gegen Ratten kämpfen, oder wir müssen uns in sowas wie einer Lagerstellung oder so befinden, damit wir nicht in den Hinterhalt gezogen werden. Ja, wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir uns nicht im Hinterhalt erwischen. Unsere Armee ist halt im Hinterhalt am Arsch. So, das, was wir jetzt machen könnten, wäre, ne, ich habe ja gesagt, immer mal ein bisschen Augen offen halten, Konföderation. Wir könnten die jetzt hier konföderieren und hätten dann quasi nochmal 2 Gebiete. Das Problem ist, wenn wir die jetzt konföderieren, provozieren wir einen weiteren Krieg. Und zwar provozieren wir einen weiteren Krieg mit Barak, den Schorfaugen. Da die Schorfaugen jetzt gerade noch einen Kriegsgegner haben, wenn wir dann keinen Kriegsgegner haben, wir dort angrenzend sind, kann das sein, dass wir in den Krieg geraten, wo uns sowohl der Oger als auch der Schorfauge angreift. Der Schorfauge ist nicht so ganz das Problem. Das ist ein einfacher Billo-Org, den, ne, Neben-Org, den kriegt man auch relativ gut gehandelt irgendwie. Das Problem ist halt, wenn der Oger kommt. Und wir sind halt noch nicht Tier 3. Das heißt, wir gehen jetzt erst Tier 3 hoch, wenn wir Tier 3 Mauern haben. Ne, wir sehen es jetzt, wir haben jetzt, also, falsch. Wir sehen jetzt, wir haben jetzt schon eine ordentliche Garnison, aber wenn wir dann Tier 3 haben, haben wir halt auch nochmal 2 Plätze mehr Platz. Das heißt, wir können da nochmal eine Kaserne reinbauen oder dann schon anfangen, Artillerie zu bauen. Ne, mit Tier 3, so Tier 4 ist nicht unbedingt das, was wir brauchen. Ne, Tier 3 ist erstmal vollkommen ausreichend. Dann kann man quasi auch schon mal Nebensiedlung schon mal ausbauen, eine Stufe oder so, um dann nochmal eine Kaserne reinzuholen. Ne? Oder sowas hier, Flammenwerfer sind natürlich absolut MVP. Ne? Das ist das nächste, was wir uns holen werden, wenn wir eine erste Nebensiedlung haben, dass wir uns Flammenwerfer und Musketen holen. Ne? Flammenwerfer gegen Orks und Skelven und Musketen sind halt MVP gegen Ogre. Ne? Also, das ist halt... Das ist... man kann es machen. Wir werden das jetzt auch mal machen, damit ich euch zeigen kann. Wie man das ungefähr spielen kann. Ne? Wir können das machen. Wir holen uns hier die Konföderation mit denen. Haben jetzt noch jede Menge neue Fraktionen getroffen, Junge. Und wir spielen hier quasi genau das, was ich gesagt hatte. Defden Lucas. Ne? Aber das sind ja mal Rotzeinheiten. Wir werden hier erstmal eine Kaserne bauen, weil wir unsere Einheitenauswahl anpassen wollen. Wir wollen die Einheiten nicht. Und wir wollen die Einheiten nicht. Die sind viel zu teuer für das, was sie machen. Das ist vollkommen ausreichend. Ja, das ist vollkommen ausreichend. Wir werden hier jetzt einmal auf Tier 2 Kampfraum gehen. Dann noch ein paar Schützen rein rekrutieren. Dann wahrscheinlich die Bergwerker wieder raus. Schmeißen die Bergwerker raus. Ich habe ja gesagt, ne, ich finde in Städten die Zwergenkrieger stärker und deffen das jetzt einfach hier. Das bauen wir hier überhaupt nicht aus. Wir werden das hier einmal, können wir das abreißen? Ne, werden wir nächste Runde abreißen und einmal durch Fälle ersetzen. Einfach damit wir nochmal ein bisschen Handelsgut haben. Aber das verteidigen wir nicht. Ne? Das ist halt irrelevant. Das wird nicht verteidigt. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo Helden bekommen haben, die wir wieder nicht sehen. Ne. Gut, das, wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr riskant. Das kann sehr nach hinten losgehen. Das Schöne ist, wenn das Ganze hier durchgeht und wir in Ruhe gelassen werden, wir haben in Barakwar einen Hafen und einen Handelsgut. Das heißt, wenn wir das hier auf, also das Erste, was wir natürlich machen, nachdem wir die Kaserne wieder abgerissen haben, sind hier Mauern rein. Und dann versuchen wir natürlich auf Tier 3 Mauern, Hafen und Handelsgut. Ja, das ist so das, was wir auf Tier 3 haben wollen. Aber wir werden hier erstmal nochmal die Kaserne holen, weil zum Deffen werden wir definitiv was brauchen. So, dann in Vorbereitung. Da wir jetzt hier oben Karas Akarak sind und, sagen wir mal, höchstwahrscheinlich bald in den Krieg geraten gegen... Ne, also, ich gehe davon mal aus, dass der uns angreifen will. Das ist ja jetzt hier schon zu Showzwecken. Normalerweise lasst die Finger davon, macht das nicht. Aber wir machen das jetzt mal hier. Jetzt können wir nämlich unseren Runenmeister wiederholen. Wann ist der fertig? 3 Runden ist der erst wieder da. Also auch ein Grungi, ne? Ja, perfekt. Machen wir uns hier einen Grungi rein. Und fangen hier auch schon mal an, Truppen auszuheben. Jo. So. Gucken wir erstmal.
Jetzt haben wir natürlich Handel. Hail! Do not be. You may speak before my shield bearer. Das ist natürlich super. Ja. Da haben wir nochmal schön Geld gezogen. So, gegen den Täuscher wollen wir nicht kämpfen. Da sind wir schon im Krieg mit. Wir können dir einen Kriegsbrit bei anbieten gegen da. Minus 35 nur. Naja, wenn der will, dann erklärt er uns den Krieg. Piraten von Saturza. Lol. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass die da unten sind. Fear that my anger rises like the tide. Die sind so gut wie tot. You might be right. Machen wir das mal, weil wir dann eventuell später uns noch einen schönen, teuren Nicht-Angriffspakt kaufen können. Okay. The High King. Na, dann gucken wir mal, ob uns das in die Füße beißt. Das Schöne ist, wir können jetzt aus diesen Defensivarmeen, die wir jetzt hier aufbauen, die können wir zusammen merchen. Und wenn wir die zusammen merchen, können wir daraus quasi eine aggressive Armee machen. Wenn wir noch ein, zwei Flammenwerfer oder so dazu packen. Und dann können wir tatsächlich versuchen, hier unten die Orks platt zu machen und uns hier noch eine Viererregion sichern. Ja, das ist jetzt quasi der Ziel. Wir bauen jetzt erstmal Defensivtrupp, um uns zu verteidigen. Jetzt ist übrigens auch unsere Schmiede da. Hippie. Endlich. Wir bauen jetzt Defensivtruppen, um uns zu verteidigen. Und wenn wir merken, wir brauchen die gar nicht, münzen wir die einfach in offensive Schlagkraft. Denkt daran. Von Gott. So, Eidgold gibt es eine Sache, die wir unbedingt haben wollen, und das ist das hier. Krug des Eisenwächters gibt uns flüssige Befestigung und immun gegen Psychologie. Das Item kriegen alle Helden, alle Kommandanten von mir. Ne? Ausgenommen sind die Fernkampfhelden, die Technikus, die kriegen was anderes. Aber das ist quasi ein Item, super stark, vor allen Dingen auf sowas wie Thorgrim, ne, der sowieso schon total tanky und so weiter ist. Also ich mag das. Ne? Ich finde dieses Item super, super geil. Ihr könnt halt auch anfangen, hier oben mit 300 Gold, oder hier 300 Gold, euch die ersten Sachen zu holen, die ersten Runen, ne? Eine Rune der Angst ist super, super geil, ne? Drei Helden in der Armee, dann hat die feindliche Armee minus 9 Führerschaft, das heißt gegen so Low-Leaderschaft wie Skaven und Orks ist das super stark, um das zu brechen. Ihr könnt euch hier Rettungszauber holen, ihr könnt euch Geschossresistenz holen, je nach gegen dem, was ihr kämpft. Also ich finde diese Runen super, super wichtig. Gebe ich tatsächlich sehr, sehr gerne. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, da Skaven immer noch scheiß Skaven sind. Forwards. So, schleichen wir mal hier vor. So, naja, das werden wir nicht abreißen. For the wisdom of the layer. Abreiß. So, das ist eigentlich schon genug Infanterie. Ja, das ist genug. Zusammen mit dem hier oben. Ne? Hier oben machen wir nicht viel. Hier machen wir jetzt nur ein bisschen rein. Einfach nur, das war quasi ein Kommandant. Man kann das auch hier quasi komplett drauf verzichten und erstmal nur einen Kommandanten reinsetzen. Weil der Kommandant alleine schon sehr, sehr viel Value im Outresolve hat. Ich mache aber noch ein bisschen mehr Infanterie, weil ich sehe, er hätte hier anderthalb Armeen. Wenn die jetzt noch ein War machen, dann sind das quasi drei Fullstacks. Dann habe ich gerne vielleicht lieber noch ein paar mehr Einheiten hier oben. So, wie gesagt, immer hier aufpassen. Ja, Karaka drin verliert. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Nope. Karaka drin verliert. Uiuiui. Und wir kämpfen leider auch nicht mehr viel. Das heißt, wir werden den Effekt nicht schaffen. Ich hatte gedacht, wir kämpfen ein bisschen mehr. Aber wir schaffen den Gnollengrom bei Weitem nicht. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber müssen wir leben. Ja. Oh, Junge, wenn der verliert, ne? Pff.
Na, perfekt. Dann kann ich euch das ja mal ein bisschen zeigen, wie man das spielen kann. Dann hätte ich das hier unten ja gar nicht machen müssen. Ah, Grumriflöte. Na, das doch nicht. Vernichtet. So bist du eigentlich gerade, ne? Ja, genau. Immer schön hier hoch. Hauptstädte, das ist das, was wir haben wollen. So, ich spare übrigens das Altgold für eine gewisse Sache. Und zwar hierfür. Das heißt, ich gebe mein erstes Altgold tatsächlich für den Werkzeugmarkt und dann hier unten die wasserdichte Verpackung aus, weil ihr halt durch den Handel bei den Zwergen so viel Geld macht. Das ist Wahnsinn. Ne, wir machen jetzt 1000 Runde 12. Das ist halt krass. Ja, also, das ist mega, mega stark ist das. Who owes me money? Hi. So, wenn ihr gegen Skaven kämpft, immer ein Quicksave machen, ihr wisst nie, wo die Scheißer liegen. So, immer erstmal belagern und gucken, wo ist. Ja genau, Buckelberg hatte noch Eisen, das heißt Buckelberg, Silberpfeiler, Hexenberg, dann wird er wahrscheinlich schon einen Frieden wollen. Hexenberg kann man eventuell auch wegtauschen, um sich irgendwo einzukaufen hier unten. Das machen wir nachher erstmal. So, hier machen wir erstmal das rein. Das gibt uns einmal Wachstum und vor allem Gefälle, was sehr, sehr mächtig ist. So. Das bleibt da erstmal so. Die werden wir aber eventuell hier hinten nach Düsterberg verlegen müssen. Ja, Düsterberg kriegt hier natürlich Mauern rein als allererstes. Vor allen Dingen, da er hier Siedlungen verliert. Nur noch 3 Siedlungen hat. Das heißt, was hast du denn verloren an Siedlungen? Ah, du hast hier oben wahrscheinlich was verloren, ne? Ja, er hat wahrscheinlich oben was verloren. Eieiei. Ah, so, Kriege. Ja, dann gucken wir mal wieder, ein bisschen Geld hier machen können. Hier, Ammerland. Die leben zwar nicht mehr lange. Aber wir haben die Quest nochmal abgeschlossen. So, da wollen wir uns nicht einmischen. Hier können wir uns einmal einmischen. Kriegen wir nochmal 1600 gegen Festus kämpfen. This is hardly a pleasure. Hier kriegen wir nochmal 800 oder gegen Chaoszwerg kämpfen. Der ist so weit weg, das ist irrelevant. Der macht mir immer noch Sorgen. Das ist sehr lustig, dass der Ogre und Dings im Krieg ist. Okay, das heißt, um Scarlet müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Ja, wie gesagt, Tier 3 ist das, was wir anstreben. Dann können wir jetzt auch anfangen, die Nebensiedlungen auszubauen. Für einfach mehr Geld. Ne? Wir werden kein Wachstum bauen, sondern wir werden in den Nebensiedlungen Geld bauen. Und damit wir quasi das, was wir jetzt quasi spielen hier, uns auch wirklich leisten können. Das, was man machen könnte, ist, man sagt, man hebt sich 2 Bevölkerung auf, um sofort ein Tiefenreich in Karas Akarak zu machen. Das ist okayisch, das kann man machen, wenn man möchte. Vor allen Dingen, da das relativ gut passen würde. Ne? Also wir bauen hier einmal ein Artilleriegebäude. Das Artilleriegebäude rein für die Kanonen und dann das Tiefenwerk. Ich will vorher aber eine Stadt auf Stufe 2 haben, da ich permanent Zugriff haben möchte auf die Armbrustschützen und Zugriff haben möchte auf die Flammenwerfer. Na, deswegen baue ich jetzt Skwikornberg als erstes aus und nicht Säulen des Gungi, sondern Skwikornberg, da hier schon eine Kaserne drin steht, damit ich quasi immer Armbrustschützen und Flammenwerfer Zugriff habe, damit ich mir eine relativ gute Armee hier oben zusammenzimmern kann. Ja, hier sparen wir. Ne? Hier ist Tier 3 das, was wir wollen, weil Spezialgebäude dumm OP ist. Ach, jetzt habe ich den Angriff vergessen. Nein. Jetzt habe ich so viel gebabbelt. Wir wollen auch die Ratten platt machen. Ratten ist, glaube ich, auch nicht viel. Muss ich euch auch nicht viel zu sagen. Ihr müsst bei den Ratten nur eine Sache beachten. Deswegen werde ich euch die Schlacht noch einmal zeigen. Na, damit ihr es exemplarisch einmal seht. Das Wichtigste ist bei den Ratten die Men of the Below. Die Ratten aus der Tiefe.
Na, ihr müsst gucken, wie viel hat er davon, wenn ihr in Schlachten geht. Die KI macht sowas auf Cooldown. Das heißt, die haben 45 Sekunden Cooldown. Das heißt, wenn die Schlacht startet, nach 45 Sekunden kommt die erste, nach 45 Sekunden kommt die nächste und die nächste und die nächste. Das könnt ihr einfach so lange warten, bis ihr das quasi, bis das quasi rausgezogen ist. Und diese dämlichen Ratten machen tatsächlich Schaden. Das dürft ihr nicht unterschätzen. Na, so, das heißt, wir gucken mal hier. Ratten aus der Tiefe. Seht ihr Anzahl der Geschosse? Anzahl der Geschosse? Nee, ihr seht, das hat ja Einsätze 6, das heißt, er kann 6 Ratten aus der Tiefe beschwören. Das wird also sehr viel Ratten abfangen. Let's go. Der Rest ist wieder, na, also das Beste, was ihr gegen Ratten machen könnt, ist wieder Eckentaktik. Na, weil es halt einfach, es ist halt ein riesiger Infanteriehaufen, der da auf euch zumarschiert kommt. Stellt euch in die Ecke rein, benutzt eure Bergwerker und fertig ist die Schuss. Also Ratten sind, solange Ratten keine Artillerie oder diese beschissenen Blitzmagier von oben haben, ist Eckentaktik immer ein Ding. Oder hier brauchen wir zum Beispiel, ne, hier bräuchte man auch nicht mal eine Eckentaktik. Hier könnte man zum Beispiel das Gelände zum Vorteil benutzen. Das heißt, wir könnten hier, ne, könnten hier zum Beispiel ein künstliches, eine künstliche Kante produzieren. Das, was wir jetzt, ne, kann ich euch mal zeigen. Wir können jetzt hier, sagen wir mal, so eine künstliche Kante produzieren. Ist ein bisschen schade, dass das Hügel abgeht, aber dann können wir quasi so die, ne, so können wir dann die Kante machen. Hier stellen wir dann unsere Armbrustschützen rein, hier stellen wir dann auch unsere Helden rein, unsere Elite-Infanterie quasi rein. Die killt dann die Ratten, wenn die kommen, ne, die werden halt kommen und so weiter. Und dann die KI flankt euch halt nicht. Ne, das ist halt, die KI flankt euch nicht, das heißt, die wird nicht rumlaufen, um von ihr hinten zu kommen oder wird so rumlaufen. Das fängt sie nur an, also das versucht sie zumindest zu machen, wenn sie Kavallerie hat. Ne, mit Infanterie macht sie das nicht. So, die Dinger hier schön zusammenstellen am Anfang, weil die Ratten in der Tiefe meistens auf die Fernkämpfer gehen. Und das sind die, die halt auch dadurch Schaden bekommen. Der hier hat natürlich auch eine klare Mission, die Helden da oben killen. Hier lassen wir jetzt die Sprengladung und alle an. Das heißt, wenn die rankommen, können wir die alle richtig schön wegjodeln. Wir werden wahrscheinlich die Frontline hier austauschen, wenn die Ratten aus der Tiefen weg sind. Das heißt, die werden hier zurückgesetzt werden. Wir können schon mal starten. Die werden zurückgesetzt werden, wenn die Ratten quasi alle weg sind, ne? Wir können jetzt, könnt ihr quasi auf Cooldown warten. Das heißt, wir wollen jetzt mal nicht, dass wir den Gegner triggern. Das heißt, wir bleiben hier stehen. Wir können jetzt hier wirklich, das ist lächerlich. Das ist auch noch was wir unbedingt patchen müssen. Da wir Angreifer sind, kommt die KI halt nicht. So. 45. Vorzeigeeffekt. Sehr schön. Wo sind sie? For the ancestors. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Dann war das entweder ein Anzeigefehler oder sie haben es tatsächlich überarbeitet. Das wäre natürlich cool. Wir machen das hier, weil wir die hier unten haben wollen. Es war ein bisschen ärgerlich, dass hier der Wald ist. Wahrscheinlich werden wir noch ein Stück nach vorne gehen. Oder war das gerade ein Anzeigefehler, dass der keiner hat? Muss man den erst anpieksten, damit der triggert? Ah, Fehler gefunden. Okay, da wir in dem Moment Angreifer sind, weil wir die Stadt angreifen, triggert das nicht. Anscheinend. Ihr müsst erst quasi, müsst die quasi erst anpieksen. Das ist zwar komisch, normalerweise, keine Ahnung, ob das so worked as intended ist, weil normalerweise, wenn ihr Städte angreift, ne, Hauptstädte zum Beispiel belagert und so weiter, macht er das halt auch auf Cooldown und halt auch bei Landschlachten im Normalfall. Keine Ahnung, warum das jetzt erst kommt. Ist egal. Ne, Bergwerker aus, Munition aus, das können die Helden davon alleine tanken. Take to the air. Fire, also, wir wollen ja natürlich gucken, dass wir den General umnieten. Weil Skaven haben eins nicht und das ist Führerschaft. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Auch wenn es nur doofe Steine sind, tut das trotzdem weh. An den Einheiten können die sich halt. Na, ihr seht halt hier Mortis Engine Effekt. Meisterin des Tratzes. Keine Chance.
Na, ihr seht schon, die sind nicht ganz so schlimm wie die Dinger. Aber wir wollen ja natürlich auch nicht im Dauerfeuer stehen bleiben. Eine Sache, die euch auch immer passieren kann bei diesen Fliegern, ihr seht das, die stunnen. Wenn die zu, sagen wir mal, wenn die in einer Frequenz, immer wenn die getroffen werden, können die so sich festhaken. Dann werden die quasi auf der, im Flug quasi gestunt. Da immer ein Auge drauf hatten, das kann euch eure Einheiten quasi instant umnudeln. Halt, die Sprengwerfer sind noch an. Na, ja, ihr beschwört die dann. 45. Normalerweise macht das sofort vom Anfang. Kann sein, dass das hier, weil auch immer er hier Verteidiger ist und er Landschlachten anscheinend anders zählt als Fernkampf, als Belagerungsschlachten. Aber das ist natürlich wieder ein richtig guter. Na, ihr seht, wir können hier halt eigentlich kaum arbeiten, solange die Schützen leben. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Es hat halt. Sowohl Orks als auch Skaven haben halt sehr viele Billo-Schützen. Das ist immer so ein bisschen. Na, ihr seht schon hier, eine Ratte aus der Tiefe hat locker ein Drittel HP gefressen. Die sind echt nicht nett. Nein. Mit dem Nahkampf, danke. So, dann müssen wir mal die hier anstellen. Weil die dann mal schießen dürfen. Is a reckoning! Get moving! Ah, ihr seht schon, das wird sich jetzt hier. Wird sich strecken. So, wir nehmen schon mal den da. Nahkampf runterzuziehen. Wir ziehen uns mal zurück. Damit wir nicht gleich schießen können. Die nächsten Ratten aus der Tiefe, es ist halt nicht klar. So. Da springen wir rein. Hier habe ich natürlich vergessen, das wieder anzumachen. Machen wir mal auf unseren Helden, damit der ein bisschen. Hier sind natürlich super geile Bombensteller. Ihr seht, das ist das gleiche wie bei den Orks. So, jetzt haben sie hier durchgemubelt. Mega nervig. So, mal drauf werfen. So, jetzt muss man mal ein bisschen aufpassen, damit man sich nicht zu weit auflöst. Schon weiter nach vorne. Nothing can stop us. Fire, reload, fire. Tidal bomber. We are relentless. Move off. Move. Plow through. Understood, Lord. Yes, yes. Charge. I move. Vengeance. Yes. No. Bring him down. Ah, sieh da, dämliche Ratten. Das ist so nervig. Yes. Move now. Kill him. Oh, er hat tatsächlich geflankt. For the High King, miners, move now. Shoot. Yes, yes. Ready to strike.
Shoot! Range fire! Wollt ihr euch da abschießen lassen oder was? Fly! Nothing can stop us! Slay everything without a beard! Pay back every grudge! Oh, Baby! So, jetzt haben wir ein bisschen Sprengstoff. Dwarf Warriors! Na, was? Na, ihr müsst halt ein bisschen. Ist halt immer, ne? Es sind halt Ratten, ne? Das ist das Problem. Die machen halt einfach nur Macht durch Masse. Ich hab nicht aufgepasst, dass dann Assassin dabei ist, ne? Da hat man halt sehr gut gesehen, der Tate war da nicht so. Ah ne, der war gar nicht dabei, ne? Also ihr seht schon hier, die Häuptlinge und so, die können schon ein bisschen Schaden machen. So, ganz gut aufs Maul bekommen, der Tane. Aber es geht, solange die nicht sterben, einfach nur ein bisschen aufpassen. Und dann einfach nur dieses Ratten aus der Tiefe Dings handeln. Das war natürlich jetzt ein schöner Vorführeffekt, ne? Sind halt irgendwie hinten doch drumherum gerannt und so. Aber das ist halt normalerweise so, also dieses sich auflösen, ne? Das ist mal der gefährliche Teil, wenn man gegen Ratten kämpft. Wenn man die Linie hält, quasi den Ansturm der Ratten abwehrt und dann nachsetzt. Und dieses Nachsetzen zieht halt die Formation so auseinander, dass überall Lücken entstehen und da kommen halt dann überall die Ratten durch. Oder es sind halt dann Fernkämpfer, die von den Seiten reinschießen können. Oder ne, da kommen irgendwelche Assassins an eure Helden ran oder beschwört Ratten in der Tiefe in euren Fernkampfblob rein. Ja, das war auch ein Fehler. Ihr dürft normalerweise, wenn ihr gegen Ratten spielt, die Fernkämpfer nicht so straight up in einer Linie stellen, sondern da muss man immer sehr viel Platz zwischen jedem einzelnen Fernkämpfer lassen, dass, wenn eine Ratte aus der Tiefe kommt, immer nur ein Fernkämpfer ausgeschaltet wird. Das war jetzt einfach Larifari von mir gespielt, weil es halt, ne, ich hab's halt nicht, das ist so eine Schlacht, die auto-resolved bei dem Normalfall. Da verliert ihr halt nur die Hälfte der Truppen. Ne, das ist halt. So, wir werden das Ganze auch ausrauben. Da ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das hier behalten möchte oder nicht. Ja, gut, das Ausrauben war eine dumme Idee. I declare war on them. Nein, wir werden es nicht ausrauben, weil Herr Schmidt nicht aufgepasst hat. Gut, dann zeige ich euch jetzt nochmal das Auto-Reserve. Ja, ne? Ich war in meinem Kopf schon eine Runde weiter, aber wir haben es diese Runde erst belagert. Ich, keine Ahnung, weil ich halt auf Runde Ende gedrückt schon hatte vorhin. Ihr müsst natürlich aufpassen, ne? Also ihr wollt Sachen, die nicht euer Kerngebiet sind, das gehört nicht zu eurem Kerngebiet, sozusagen, weil es halt nicht im, quasi im Berg liegt, nicht einfach zu verteidigen ist. Es ist halt offene Fläche, ne? Da kann halt alles ran. Wollt ihr, wenn es geht, halt ausrauben, um einfach das ganze Geld, was ihr dort nimmt. Ihr baut die Städte sowieso nicht aus, ne? Ich werde das eh nicht ausbauen. Das Einzige, was ich ausbaue, ist vielleicht Buckelberg, ne? So ein bisschen wieder als Bollwerk, weil nur die Hauptstädte wirklich wichtig sind. Wollt ihr die schon ausrauben, einfach für mehr extra Money und so weiter, ne? Deswegen könnt ihr jetzt mal den Auto-Resolve angucken. Na gut, ist auch fast so genau das Gleiche. Natürlich nicht ausrauben, macht man natürlich nur, wenn man genug Bewegungsreichweite hat. Weil wir das die Runde schon einnehmen wollen, weil in der Stadt können wir nicht im Hinterhalt angegriffen werden. Das heißt, selbst wenn jetzt Garsnik irgendwo hier steht, im Versteck und wir es nicht sehen und uns angreift, können wir nicht im Hinterhalt erwischt werden, weil wir in der Stadt sind. Und zweitens, wenn er uns nicht angreift, kriegen wir hier schon die Runde Regeneration und die wollen wir haben, weil wir nächste Runde Richtung Buckelberg ziehen wollen. So, gut, jetzt nehmen wir das hier mit. Let's go, Wachstum, Kontrolle, Korruption, alle Provinzen, das ist genau das, was wir haben wollen. Noch mehr Bewegungsreichweite und Nahkampfabwehr vor irgendwelchen anderen Sachen. Ja, wir haben auch ein Item bekommen durch eine Quest. Oh, zack, rein damit. Geschichtenerzähler, ja, das ist alles okay. Das hilft uns hier, diese ganze Korruption runterzudrücken. Na, und das ist halt, was uns hier interessiert. Das Marmor. Und hier hinten das Eisen. Das ist relativ gut, aber das ist, sage ich euch gleich, das ist kein natürlicher Expansionsweg. Ne? Das ist jetzt der Kampagne geschuldet. Normalerweise wollt ihr, wenn ihr oben Düsterberg erobert habt, wollt ihr straight up hier unten rein. Ihr wollt dieses Dreiergespann hier haben, weil Schwarzfels absolut dämlich dumm OP ist und Eisenfelsen halt auch gut ist. Da ist übrigens auch nochmal Eisen drin, das sieht man hier nur nicht. Ne? Also diese ganze Region Todespass wirft halt so unendlich viel Geld ab. Das ist halt schon. Das dementsprechend ist der Weg darunter eigentlich besser. Aber man macht halt, was man muss, ne, wenn die Kampagne sich halt ändert. So, gut.
Das soll jetzt hier für die Folge auch gewesen sein. Dementsprechend verabschiede ich mich hier. Ja, Support ist kein Mord. Und wir sehen uns dann nächstes Mal, wahrscheinlich bei der Eroberung von Buckelberg. Dementsprechend, hau da rein und bis dann.